Hallo. Hier beschäftigen wir uns mit zwei Folgerungen aus den Körperaxiomen der reellen Zahlen. Einmal beweisen wir, dass das Negative der Zahl 0 die Zahl 0 selbst ist und dass das Negative von minus x wiederum x selbst ist. Beide Beweise hierzu funktionieren sehr ähnlich und stützen sich neben den Körperaxiomen auf diesen Hilfssatz. Für jede reelle Zahl x gibt es genau ein eindeutiges Negatives, genannt y oder minus x, sodass die Summe aus x und y oder x und minus x gleich 0 ergibt. Diesen Satz kann man rein durch die Körperaxiome beweisen und wir nehmen hier an, wir hätten den Beweis schon erbracht. Deshalb dürfen wir weitere Beweise auf diesen Hilfssatz stützen. Wenn du den Hilfssatz noch nicht bewiesen hast, kannst du das Video hier pausieren und versuchen, ihn selbst zu zeigen. Dies ist eine gute Übung für einen Eindeutigkeitsbeweis. Kommen wir nun zu Satz 1. 0 ist das eindeutig Negative zur Zahl 0. Bei dem Beweis benutzen wir die Eigenschaft der 0, dass für jedes reelle Element x die Summe aus 0 und x wiederum x ergibt. Nun ist auch 0 ein reelles Element und deshalb dürfen wir für die Zahl x 0 einsetzen. Wir erhalten die Gleichung 0 plus 0 ist gleich 0. Nun greifen wir auf die Definition des Negativen zurück. Demnach ist ein Element b genau dann ein Negatives zu a, wenn die Summe aus a und b 0 ergibt. Da die Summe aus der ersten 0 und der zweiten 0 ebenfalls 0 ergibt, ist das zweite 0 das Negative zur ersten 0, also ist 0 das Negative zur Zahl 0. Nun benutzen wir den eingangs erwähnten Hilfssatz. Mit diesem folgt, dass die 0 als Negatives zur 0 eindeutig bestimmt ist. Kommen wir nun zum zweiten Satz. Wir wollen zeigen, dass minus minus x wiederum x ist. Also dass das Negative vom Negativen von x wiederum x selbst ist. Dieser Beweis erfolgt nach einem ähnlichen Schema wie jener zum ersten Satz. Du kannst hier das Video pausieren und den Beweis erstmal selbst probieren, wenn du möchtest. Wir werden hier wieder zeigen, dass x das Negative zu minus x ist und über den Hilfssatz die Gleichheit von x und minus minus x zeigen. Kommen wir zum Beweis. Minus minus x ist nach Definition das Negative zur Zahl minus x, also diejenige reelle Zahl, die addiert mit minus x 0 ergibt. Nun ist allerdings das negative Element zu minus x die Zahl x selbst. Das sieht man dadurch, dass die Summe aus minus x und x 0 ergibt. Hierbei haben wir verwendet, dass minus x nach Definition das Negative zu x ist. Über den Hilfssatz wissen wir nun, dass x dann das einzige Negative zu minus x ist. Jedoch ist auch minus minus x nach Definition ein Negatives zu minus x. Und somit beschreiben x und minus minus x dieselbe Zahl. Demnach sind dann x und minus minus x gleich. Und beide Sätze sind bewiesen.